Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saksuro und das ist ein Video zum Thema GFX in Marks Händen. Hi, ich bin der Marc und wir fotografieren heute mit Fuji. Viel Spaß mit dem Video. Ja, hallo. Ja, hi. Da ist er. Na? Was geht? Alles super. Und selbst? Freut mich. So, Marc. Natürlich, ja. Also. Du hast jetzt heute die Möglichkeit, das allererste Mal die Fuji GFX auszuprobieren. Richtig, überhaupt eine Mittelformatkamera. Ich hatte noch nie eine in der Hand. Ja, dann sehen wir das heute. Ja, guck mal. Hier, du kannst da jetzt rangehen, aufmachen. Genau, du hast dort, da ist das jetzt dort das Body. Ja. Du hast dein Objektiv und dein Objektiv. Das wahrscheinlich das 63er sein. Wahrscheinlich. Und das wird das große. Ja, genau. Und Akkus hast du da unten zwei Stück. Alles klar, dann packen wir mal an. Oh, da ist das gute Ding. Verdammt, ich hatte sie noch nicht in der Hand. Stark. Guckt sie euch an. Ist sie nicht schön? Tu sonst, glaube ich, als allererstes mal Akku und Speicherkarte rein, oder? Mhm. Mhm. Was sagst du so vom allerersten Feeling, die Kamera in der Hand kurz gehabt? Fühlt sich richtig gut an. Ich meine, wenn man das vergleicht. Die kleine Fuji, die kleine Fuji. Auch schick. Ja, die ist anders. Die ist anders. Du suchst dir ein Objektiv aus. Nehmen wir mal das 50er. Wenn es das ist? Das wird das 50er sein. Also 65, 63? 63 ist 50. So, und jetzt gucken wir diesen riesengroßen, überdimensionalen Sensor. Ja. Ich bin gespannt. Der ist echt krass. Krass. Ist es nochmal gegenüber Vollformat nochmal wesentlich. Das ist wesentlich größer. Wesentlich größer. Das stimmt. Das ist sauber. Schnell drauf. Tada. Perfekt. Da wieder rein. Ja, einfach rein da. Heftig. Zuklappen. Und hab Spaß damit. Mega. Ach, ich mach das mal so. Nee. Ich glaube, so ist am schlauesten ja, vorne. Es wiegt nur etwas. Es kann losgehen. Ja, let's go. Let's go. Durch Bielefeld. Der Marc hat muss die Idee, mehr, dass ich. Mehr hier hin. Okay, okay, okay. Du guckst jetzt nach da. Mhm. Er gibt mir Anweisungen hier. Oh mein Gott. Die braucht echt zum Schreiben, braucht die lange, ne? Ja, wenn's eine. Hast du eine langsame Karte drin oder eine schnelle? Ja. Huch. Guck mal, wo ist denn hier ein Menü? Das da war schon. Die Knöpfe sind leider schon ein wenig Display. Wie komme ich denn? Wo komme ich denn? Doch, da steht doch unten Playback. Da oben? Ja, ach, da, ja, das habe genau. Ich ja von hier nicht gesehen. Lass dir leider die Augen zu, René. Ja, egal. Hm. Ich muss erstmal klarkommen mit dem. Oh. Perfekt, weiter geht's. Sein Plan. Ich möchte Bank aus Lampa fotografieren mit dem Brunnen als landschaftliches Highlight. Mhm. Wir wenden etwas ab, 5.6. Ja, ist ein schönes Motiv auf jeden Fall. Kurven da einbauen. Also, welche Filmmodulation hast du an? Kodachrom. Kodachrom, okay. Kodachrom. Benutzt du die auch sonst häufig? Ja. Als Grundlage für andere Rezepte. Ah, Recipes okay. Genannt. Recipes. Recipes, natürlich. Marc hat eine Idee. Ich weiß es nicht, die guckt schon. Er will die Blumen fotografieren. So, fertig. Was ist für dich cool? Wenn wir jetzt ein Model hätten. Ja. Haben wir aber nicht. Aber wir reden jetzt ja heute nicht über Porträtfotografie mit einem Model. Nein, du hast heute hier ein bisschen Street oder Gebäude, Stadtlandschaften. Das Format ist mal ganz anders als sonst. Ja, aber zum Beispiel solche Parks hier eignen sich ja immer mega, um irgendwie Testfotos zu machen oder allgemein Streetfotos. Du kannst hier das Wasser gut nutzen als Spiegelung. Du hast hier immer noch ein paar, die Autolichter jetzt am Abend sind eigentlich ein geiles Bouquet im Hintergrund. Alleine wenn du dich jetzt hier hinstellst, kannst du ja, glaube ich, hier richtig gut eine Spiegelung fotografieren. Muss ich auf die Knie gehen, warte. Also wenn du jetzt sehr tief gehst, genau. Und wie ist die Kamera, Marc? Jetzt habe ich es raus mit dem Auto ISO. Jetzt erst? Jetzt habe ich es rausgefunden, ja. Ich habe jetzt die Filmsimulation mal geändert auf Velvia. Velvia ist sättigte Farben, kräftigeres Grün,
besseres Blau und mal gucken, was aus diesem Bild hier wird. Aber liegt die Kamera denn gut in der Hand? Ja, die ist mega. Ist gut ausbalanciert. Okay. Marc, welche Idee hattest du jetzt? Ich wollte das gleiche Bild mal nachstellen mit APS-C. Ist ja doch ein anderes Format. Und wir nutzen jetzt die gleichen Komponenten nochmal. Also wir rechnen das ja um. Hier ist ja der Faktor 0,79. Und bei APS-C, bei der kleinen Fuji, ist es ja 1,5. Und wenn wir jetzt 63 mm, ist ja 50 mm. Und das ist jetzt hier ein 35 mm mal 1,5 sind ungefähr 50 mm. Ein bisschen mehr. Auch die Blende ist fast identisch. Hier hätten wir Blende 2,1 und hier hätten wir Blende 2,1. Doch auch 2,1. Also müsste das Bild theoretisch identisch sein, wenn es die gleichen Specs sind. Wie das nachher aussieht, naja, wir werden sehen. Ja, dann mach mal. Perfekt. Und da ist das Bild im Kasten. Ja. Und die sind schon sehr identisch, bis auf die Farbe. Ja gut, das kann man immer noch kalibrieren dann nachher. Genau, aber nicht desto trotz ist hier ein weicheres Bokeh vorhanden. Ja. Marc möchte jetzt ein paar Blätter fotografieren. Die Naheinstellungsgrenze macht mir einen Strich daraus. Soll ich es uns halten? Ja. Oh. Okay, ich halte es für dich. Gib mal her. Das Bokeh ist der Wahnsinn. Warte mal, wie nah kann ich rangehen? So, das Bokeh ist der Wahnsinn. Guck dir mal das Bokeh an. Ist das jetzt 2,8? Ich sehe es gerade nicht. Ah, da. Das sieht echt gut aus. Velvia ist sehr teilweise magentafarben. Ja. Astia wäre jetzt weicher für Porträts. Den linken auch drauf nehmen. Das Auto und da haben wir das. Sitzt in der Kamera. Ich würde am liebsten das Objektiv tauschen. Der Blick hier ist mega. Wollen wir das Objektiv tauschen? Kannst du gerne machen. Okay, neue Optik drauf, oder? Ja, neue Optik drauf. Sogar 2.0. Ja, ja, das ist ein richtiger Kracher. Dann hab Spaß damit. Damit versuchen wir jetzt mal, ich stecke das mal in meine Hosentasche, ein wenig telelastiger unterwegs zu sein. Und da es etwas regnet, nutzen wir die Gegenlichtblende, damit wir da keine Wassertropfen auf das Objektiv bekommen. Jetzt schauen wir mal durch den Sucher. Was hast du denn jetzt vor? Ein Vergleichsfoto, aber nicht mit F14. Was willst du machen? Ich finde das ganz nice. Warte. Das ist das falsche Objektiv, schade.
so, das ist also, auch witzig. Ja, let's go. Hast du ein Bild von mir? Du musst weiter nach hinten gehen. Wo muss ich hingehen? Schande. Oh, Mann. Was ist denn los? Das Problem ist, er ist nicht drauf. Da sitzt er. Mir fehlen 3 Meter nach hinten. Geh mal her. Alter. Okay, jetzt mache ich mal ein Bild von dir. Gehen wir noch ein Stück zurück. Schande. Okay, stell dich einmal hin. Aber nicht so nah an den Rand, bitte. Ja. Okay. Okay, bleib mal da. Nach da den Oberkörper. Meine Lieblingsseite ist die andere. Dann wir drehen uns gleich. So. Okay, 3, 2, 1. Der Akku ist auch leer. Ja, oder was? Den habe ich noch nicht getauscht. Ah, du hattest noch nicht getauscht? Nein, habe ich noch nicht getauscht. Guck mal. Alter. Willst du ein Foto noch von mir machen? Ja. Dann geht er wieder hin. Verdammt. Dann ziehst du dich auch mal aus. Jetzt bin ich mal dein Model. Du wolltest die ganzen Model haben. Ja, wollte ich. Und das Rote, dann muss ich rausreduzieren. Na ja, dann mach das raus später. Lass dich dran. Okay, mein Lieber. Haben wir 2-0? Alles klar. Was sind denn die Verschlusszeit? 1-400. Alles klar. So, bist du bereit? Ich bin immer bereit. Wenn du es bist. Mal, guck mal in die linke Richtung. Ach, genau da lang. Was machst du da gerade, Marc? Ich möchte den Turm fotografieren, die Hünenburg. Klappt das gut? Ja, bis auf meinem Rücken. Eterna ist für Film. Siehst du, kennst du Eterna? Dann ist das so filmisch. Ja. Kannst du auch zum Fotografieren nutzen. Ja, ich weiß, aber ich finde es klassisch. Bin immer noch allein. Ist nichts Besonderes. Nein! Nein. Nein, nein. Nicht von mir. Marks neues Motiv. Wir spielen etwas mit den Einstellungen. Was ist dein Ziel? Eine möglichst korrekte Belichtung bei möglichst großer Schärfentiefe. Was willst du fotografieren? Das Panorama. Nehmen wir die kleine Fuji. Das Auto ist natürlich jetzt kein Zusatzgewinn. Jetzt könntest du mir zum Beispiel Licht geben. Okay, Marc und ich sind auf einer kleinen Mission. Ja. Wir haben ein ganz geiles altes Auto gefunden. Ja, da vorne steht es schon. Und wollen jetzt davon ein Foto machen. Marc fängt an mit seiner kleinen Fuji. Und jetzt kommt die Mittelformat. Und das hier ist das Auto der Begierde. Ich muss noch mal. Linienführung. Da fehlt ein Motiv. Oh wow. Das ist stark. So, Fazit. Ja, heute durfte ich dank René ja die Fuji Mittelformatkamera testen. Ich habe mich mega gefreut, schon die ganze Woche war ich scharf darauf und dann durfte ich sie endlich in den Händen halten. Und was soll ich sagen, ich bin begeistert. Ich bin sowas von begeistert. Es ist einfach nur geil vom Handling her und auch die Objektive.
Und auch wie viel man reinkroppen kann. 50 Megapixel, das ist auch ein Board zum Sonntag. Also das ist echt krass. Und vielen, vielen, vielen lieben Dank, René, dass ich das testen durfte. Es hat mich wirklich mega gefreut und ich bin gespannt auf die Ausbeute und wie die Bilder nachher aussehen. Danke nochmal. Magic sets our spirits free.